Hallo NES-Freunde, ich zocke alle NES-Games von A bis Z und heute ist dran Kommando. Vor 5 Minuten habe ich noch Dinosaurier angemalt und jetzt geht's ab in den Krieg mit Kommando. Destroy the enemy army. Das ist doch mal ein schönes Kontrastprogramm zu gestern. So. Ja, die gestrige Folge Dinosaurier ausmalen war ja super spannend. Heute ziehen wir in den Krieg. Ein Player, Go, Hubschrauber, Waffen, Gewalt. So, ich bin gespannt. Das Spiel ist von Capcom. Ich erwarte mir also schon irgendwas. Wo sind hier die... Warum kann ich nicht unendlich weit schießen, sondern nur so ein bisschen schießen? Habe ich unendlich Schuss, ist die Frage. Und die rennen hier alle genau in mein Kreuzfeuer rein. Super ist das. Ui, das ist eine KI, bist du narrisch. Da können sich... Ja. Noch einer. Komm, unendlich wieder, Mann, was soll das? Ich meine, ich krieg Punkte dafür. Leite ich schon nicht mal hin. Ohne hinschauen. Kein Problem. Gut, ich mach weiter. Mit Fahrt. Ich hänge. Wieso kommen denn endlich wieder Gegner? Das ist so dumm. Okay. Müssen wir Anziehhaftigkeit hier reinbringen. Es ist schließlich Krieg. So. Die Steuerung ist irgendwie nicht so ganz meins. Ach, wieso geht das denn nicht hier? Ich sollte einfach vorraschen, vielleicht. Ah, der hat mich geschnappt, der Schurke. Okay, weiter nochmal. Wir überlegen, ob ich hier mal den Dauerknopf, Feuerknopf ausprobieren soll. Schauen wir mal, wie geht denn das hier mit Dauerfeuer? Schuss scheint unendlich zu sein. Hier stirbt. Hier wird gestorben. Uah. Gibt's ein extra? Ich möchte das extra einsammeln. Was ist mit ihm da oben? Der coole Typ mit dem Motorrad. Was hat der gemacht? Keine Zeit gehabt zum Hinschauen. Warum kann ich nicht? Ah, dass man das durch die Sprites, durch die Palmen nicht durchschießen kann, gescheit, das nervt. Alles platt machen hier. Alles. Ah! Ich bin fast gestorben. Ah, die können da in die Deckung gehen. Nicht mit mir. Handgranate. Kann ich die irgendwie werfen, die Handgranate? Wie werfe ich Handgranaten? Weiß ich nicht. Select. Start. Na. Select auch nicht. Wie werfe ich Handgranaten? Ah, jetzt habe ich eine geworfen. Ah, mit Select wechsle ich zwischen Handgranate und Nicht-Handgranate. Ich verstehe. Ich möchte das da einsammeln. Aha, ich bin jetzt noch aus, wenn man sonst. Bist du narrisch? Rambo ist nichts gegen mich. Eieieiei. Oh Mann. Gibt es denn einen Counter? Was ist mit denen? Pissen denn die Bäume? Was geht mit euch? Was macht ihr da? Geht weg! So. Ah! Nein. Ah, ist echt hart. Sammeltest du noch einen da? Was auch immer das bringt. Das wird schon bringen. Ah, den Schuss habe ich versäumt. Eieiei, Schuss versäumt. Oh, muss ich jetzt wieder von vorne anfangen? Es ist schon hart. Vielleicht ist es anders. Ich frage mich, ob das ein Arcade-Game ist. Könnte ich mir irgendwie vorstellen. Fühlt sich irgendwie arkadiger, ne?
Meistens, wenn ich das sage, stimmt's. Nicht immer. Aber meistens. Harter Treffer, harter Treffer. Ist das clear? Yeah! Was hat er da? Der hat irgendwie komisch was gesehen, oder? Naja. So, da. Abwechslung, Abwechslung. Da kommt ein Auto. Killt mich fast. Da kommt noch ein Auto. Das Sprite-Flackern ist schon heftig bei dem Game. Ah! Da durch, was soll's? Motorrad! Motorrad? Das Kriegsmoped. So. Der Traum jedes Jugendlichen, der doch keinen Führerschein hat. Das Kriegsmoped. Ah, das Kriegsmoped hat mich überfahren. Ah, ja, ich weiß schon, war damals im Zweiten Weltkrieg normal mit Motorrad rumzufahren. Weil es einfach viel billiger war, natürlich von der Zeit aus dem Auto. Und da gab es natürlich auch einen Krieg. Durchaus Motorräder. Weiß ich doch. Hab ja Call of Duty gespielt, ich kenne mich aus. Ja, gute Laune heute irgendwie. Das Dinosaurier-Game hat es irgendwie vollgebracht. Also ihr habt es gestern gesehen, ich habe es vor 10 Minuten aufgenommen. Also wenn ihr mal was Lustiges sehen wolltet, oder mir zusehen wollt, wie ich Dinosaurier anmale. Ja. Meine Empfehlung. Kann ich das da eigentlich jemals schaffen da? Ich glaube, es ist einfach wichtiger, schnell zu sein. Kommt mir vor. Das mal so machen. Ja, und ich weiß, es ist ein bisschen cheaten, was ich da mache, wegen Dauerfeuer und so. Ist mir Schnuppe. Mit ihm eigentlich. Es sieht einfach. Unter Dauerfall könnte man glauben, da geht das Klo. Und das ist sein Wasserstrahl. Sein blauer Wasserstrahl. Ich hatte schon sehr viel getrunken. Dann ist das Pipi nicht mehr so gelb. Und das ist der Wasserstrahl. Gott, rede ich halt viel Blödsinn. Es tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, was los ist. Ist vielleicht schon ein Let's Play zu viel für heute. Ah, Moment, das Telefon läutet. Ja, wie könnte es auch anders sein? Der Martin ruft an. Hallo Martin. Nein, Dinosaurier einmal ist fertig. Keine Dinosaurier mehr für heute. Nein, hat gereicht. Ja, jetzt gibt es gerade Kommando. Ja, Kommando. Das ist so Kriegsgemetzel und so, was die Menschen töten. Ja, es. Steht halt auf der Liste, was soll ich machen? Ich spiele ja alle NES-Games. Ist einmal Dinosaurier am Anmal und beim nächsten Mal gibt es halt Krieg. So ist das hier auf dem Kanal. Ja, du musst dich nicht abonnieren. Schaust du eigentlich manchmal? Ja, du schaust manchmal. Gibst du mir auch immer ein Like schon brav, gell? Das ist wichtig für die Quote, gell? Nein, so wichtig ist es mir eigentlich nicht, dass viele Leute zuschauen, aber freuen tue ich mich dann doch. Ja. Also Kommando heißt das Game. Kannst du auch mal zocken, ist nice. Kann man mal spielen, wenn man Lust auf Krieg hat. Was? Nein, ich bin einfach nur gut aufgelegt, alles okay. Ja. Gut, dann ciao. Und tschüss mit Ü, gell? Mit Ö? Nein, mit Ü. Er hat jetzt wieder einen blöden Schmied drauf. Ciao, servus, baba. Dann Martin. Tja. Immer diese Unterbrechungen, wie soll man sich da konzentrieren können, Leute? Ich prange das an. Was ist das? Ich habe ja keine Ahnung, was ich da überhaupt aufsammle. Aber Sachen, die aufgesammelt werden müssen, müssen aufgesammelt werden. Ja, man darf mich hier zitieren. Ich finde trotzdem immer noch schade, dass der nicht weiter schießen kann. Dann kommen ja nicht die blöden Mopeds.
Jetzt hat er aufgegeben, der Herr mit dem Schild. Ja, und er raucht auch noch. Jetzt sehe ich es erst. Der zieht eine Zigarette. Pfui. Der stirbt nicht nur an Kugeln, sondern auch an Lungenkrebs. Der ekelhafte Raucher. So, sorry an die Raucher. Das muss er. Das muss einfach sein jetzt. Hab nichts dagegen, wenn er dich vergiftet. Macht weiter. Das ist nicht mein Körper. Wie doch nicht, für, nicht unbedingt fürs Rauchverbot, weil ich finde, das soll jedem überlassen bleiben, sich selbst zu vergiften. Das ist ein bisschen blöd, weil wegen der Krankenkasse und so, dieses Argument verstehe ich schon, weil die müssen ja dann auch wieder geheilt werden und so. Die ganzen Krebspatienten vom Rauchen. Aber naja, das ist der Preis der Freiheit, sagen wir mal so. Schreibt mir auch keiner vor, welchen Sport ich mache. Das kann manchmal auch ungesund sein für den Körper. Oder ein paar Stunden NES spielen am Stück und dabei Blödsinn reden. Zahlt einen auch niemand. Dass die Krankenkasse übernimmt, weiß ich nicht. Was? Sie sind beim NES spielen mit der Maus abgerutscht? Nein, das übernehmen wir nicht. Das müssen sie selber zahlen. Oh Mann. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, keine Ahnung, was los ist. Gute Laune heute einfach. Wie lange spiele ich den Blödsinn eigentlich schon? 11 Minuten? Sehr schön. Nein, Blödsinn jetzt nicht. Das ist eigentlich ein nettes Game. Es ist von Capcom, es muss ja gut sein, oder? Das stelle ich jetzt schon fest, dass die ganzen Games von Capcom, die ist nicht umsonst so eine bekannte Firma geworden. Die haben einfach geile Games wohl gemacht. Es ist echt schwierig hier. Ah. Wie komme ich an diesen Kanonendingern da vorbei? Ich gehe einfach ganz auf der Seite. Geht das vielleicht? Ist das vielleicht ein Trick? Ah. Oh, es sind ganz viele von diesen Schildtypen da. Die sollen weggehen, die sind urstark. Oh, jetzt schießen die auch noch mit anderem Zeug hier. Ja, gar nicht. Oh, die sind... Ah, flüchten. Ui, die sind stark. Ich muss mich konzentrieren, ich kann nicht waschen so viel. Ich muss mich konzentrieren jetzt. Es tut mir leid, sorry. Rennt genau in die Schusslinie rein. KI 0. Einfach nicht existent. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Zu viel gequatscht schon wieder. Ey. Ich kann ja auch ein Let's Play machen und schweigen die ganze Zeit. Wäre auch mal was. Ah. Nein. Ja, ich hatte das ja früher nie gedacht, dass es... Dass Zocken und gleichzeitig gequatschen so schwierig sein kann. Es ist slayed up einfach manchmal. Es ist nicht ganz so trivial, wie ich mir gedacht habe. Könnt ihr es ja gerne mal versuchen. Zockt was auch immer und redet die ganze Zeit dabei. Irgendwas Actionlastiges, was volle Konzentration braucht. Ich muss da durchgehen, einfach es hilft nichts. Es ist ja unmöglich! Komm an! Wow, dass ich das geschafft habe, hätte ich nicht gedacht. Mir ist echt hart, aber ohne Dorffeuer. No way. Da wird das Däumchen schon bluten. Spiele ich das jetzt noch weiter? Ja, was soll's? Es ist. Aber ich habe eh kein Leben mehr. Das war's jetzt, oder? Bin ich jetzt Game Over? Eieieiei. Okay, das war's jetzt eh. Ja, es macht schon Spaß, aber ohne Dorf würde ich es nicht spielen wollen. Ich glaube, das geht ein bisschen auf das Däumchen. Ja, danke fürs Zuschauen, Leute. Sind wir schon wieder am Ende für heute. Mal aufs Ende schalten. So.
Damit auch jeder weiß, dass Schluss ist für heute. Da unten könnt ihr abonnieren. Da drüben könnt ihr euch anschauen, was ich schon alles gezockt habe. Und wenn ihr mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern wollt, dann gebt mir einen Daumen hoch. Dann freue ich mich ganz furchtbar viel. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.